Hallöchen. Ja, ihr seht hier eine Diskette auf dem Tisch. Komme ich gleich zu. Vorgeschichte. Ich habe einen Amiga. Ich habe aber keine Disketten mehr dafür. Und ich möchte den Amiga 500 in Anführungsstrichen zum Leben erwecken. Dafür brauche ich das, ja, entweder Spiele, damit ich damit spielen kann, oder das Betriebssystem. Das ist die Workbench für den Amiga. Die gibt es in verschiedenen Versionen für den Amiga 500, den ich erstmal fertig machen möchte. Soweit ist das die Workbench 1.3. So, ich habe nur den nackten Amiga mit einer 512K Speichererweiterung und nichts weiter. Kein GoTech-Laufwerk, kein anderes irgendwie, dass ich da Software irgendwie drauf kriege. Ich muss ihn ja sowieso erstmal starten. Denn er hat nur ein internes ROM und das erwartet halt Software, damit der dann erstmal richtig gestartet wird, damit die ganze Hardware auch irgendwie angesteuert werden kann. Wie Serialport, Parallelport, Joystick und. Oder beziehungsweise so angesteuert werden kann, dass ich das so benutzen kann. So, und nun habe ich die Workbench-Diskette nicht. Was bleibt mir da? Ja, ich frage Leute, die Amiga haben, die Workbench haben und mir eine Kopie davon machen können und mir die zuschicken können. Das habe ich gemacht. Ich habe jemanden gefunden, der das macht. Das ist aber bis heute noch nicht da. Ich habe auch nicht so viel Geld dafür bezahlt, sagen wir es mal so. Also es geht schon, ist okay. Ich brauche es nur als Kopie, denn die originalen Workbench-Disketten, die ich mal hatte, sind leider weg durch den Wohnungsbrand oder defekt, so wie viele meiner Disketten, die ich noch habe. Und davon habe ich die Images auf dem PC, aber ich kriege dieses Image nicht auf die Diskette drauf, weil das PC hat kein Laufwerk, also kein Diskettenlaufwerkscontroller mehr. Ich habe nur einen Laptop, der hat aber kein Diskettenlaufwerk. Ein USB-Diskettenlaufwerk könnte ich mir besorgen, aber bringt mir nichts, weil das Amiga-Fallformat, damit können die Diskettencontroller vom PC in Anführungsstrichen der IBM-Standard oder sowas, ich lege mich da jetzt nicht fest, aber so irgendwie aus IBM-Standard-Gedönse-Zeiten, können damit nicht umgehen, die können diese Disketten nicht schreiben. Normalerweise ist das ist jetzt hier nur beispielhaft, das ist eine HD-Diskette mit 1,44 MB. Da habe ich hier schon mal mit Tesa das Loch zugeklebt, ist jetzt in dem Sinne eine DD-Diskette, wie der Amiga sie benutzt. Und die hätten 750 Kilobyte. Lege ich mich jetzt nicht ganz fest, aber der Amiga schreibt 880 Kilobyte auf die Diskette. Das funktioniert nämlich anders wie beim PC. Das geht nicht. Mit normal PC, dem normalen Diskettenlaufwerk da dran, geht das nicht. Auch nicht mit einem Dings. Ich habe auch den Dennis gefragt. Du wirst es sicherlich dich jetzt angesprochen fühlen, weil du wirst merken, dass ich dich meine. Ob du mir da eine Diskette kopieren kannst. Wolltest du nicht. Raubkopie, bla bla. Ja, in Anführungsstrichen Raubkopie, ja, ist eigentlich, wäre es in dem Sinne. Aber ich würde nur die Kopie nehmen, damit ich den überhaupt gestartet kriege, damit ich die ADF-Dateien wieder zurück auf Diskette schreiben kann. Meine, die ich von Originalen habe. Es werden noch Disketten. Es werden Disketten verkauft von der Workbench. Ich habe geguckt, ich habe da auch Vorschläge gekriegt. Aber wenn ich mir die Disketten genau angucke, sind das HD-Disketten. Und normal sind es DD-Disketten. Double Density und nicht High Density, das ist der Begriff dahinter. Und das Label ist auch nicht original. Ich kenne die Originalen. Also wäre das auch nur in Anführungsstrichen eine Raubkopie, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie die Lizenz dazu haben, das zu dürfen. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Aber normalerweise hilft man sich unter
Amiganen oder wie man das nennen mag, ja eigentlich ein bisschen aus, wenn jetzt der eine seine Workbench im A ist und er keine Möglichkeit mehr hat, das irgendwie hinzukriegen, dann kopiert man ihm die einfach und dann ist gut. Mein Gott, ist aber nicht so schlimm. So, hast du nicht gemacht, möchtest du nicht. Du hast mal was anderes vorgeschlagen. Oder sagen wir mal anders, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich habe ja, glaube ich, gesagt, ein GoTech-Laufwerk. Ein GoTech-Laufwerk ist ein Disketten-Emulator, Disketten-Laufwerks-Emulator. Der kann die ADF-Dateien, die Disk-Images direkt lesen. Braucht nicht umgewandelt werden, nichts. Das steckt man einfach mit einem USB-Stick rein und dann kann man die so, wie sie sind, benutzen. Aber Dennis, du hast mir dieses Cryoflux-Dingens vorgeschlagen, was eine Verbindung zwischen USB und Diskettenlaufwerk herstellt, also als Diskettencontroller oder Diskettenlaufwerkscontroller fungiert, womit ich dann viele Diskettenformate mitschreiben könnte, zum Beispiel auch den Amiga oder Amstrad oder was es da nicht alles gab. Die haben ja alle irgendwie alle selber was gemacht. Aber das Ding ist schweineteuer. Also in meinen Augen ist es schweineteuer. Also 100 Euro für so ein Ding, dessen Bauteile ich mal grob überschlagen sehe bei 25 Euro. Plus Platine fertigen lassen in China 30 Euro, 35 Euro. Gut, die Entwicklung und so weiter kostet auch was, aber 100 Euro ist mir dafür einfach viel zu viel. Das GoTech-Laufwerk kriege ich aus China, sagen wir mal für ein Apfel und ein Ei, weil ich das IC, was da drauf ist, deutlich teurer kriege, als das fertige Ding aus China kommt. Im Moment, durch die Chip-Krise, bla bla bla. Aber durch diese Cryoflux-Geschichte hast du mich da auf eine Idee gebracht und ich habe in den Untiefen des Internets gesucht. Da bin ich um Meer geschwommen und habe gesucht und gemacht und habe da was gefunden. Um Disketten am PC doch zu schreiben, die Images da drauf zu kriegen, dass das wieder eine Amiga-Diskette wird. Ich zeige mal, was ich da habe. Das habe ich auf dem Schoß. Das ist einmal ein Diskettenlaufwerk, Standard, normal PC-Diskettenlaufwerk, nicht umgebaut, nix. Da steckt eine DD-Diskette drin. Nicht das hier oben beachten, das habe ich da nur drauf gemacht. Die Diskette ist auseinandergenommen worden von mir. Ich erkläre gleich warum. Ist aber eine Standard-DD-Diskette. Ein Standard-Diskettenlaufwerk, nicht umgebaut. Das ist original, so wie es ist. Das kann ich im PC stecken und benutzen. Aber hier auf dem Breadboard sind ein paar Kabel dran, ja. Ich verlinke die Seite, wo ich das her habe. Unten drunter. Nennt sich, was war das? Also, das Ganze nennt sich Arduino Amiga Floppy Disk Ride Reader AK Drawbridge. So in dem Dreh. Das funktioniert. Ich habe hier ein Arduino Nano oder Mini. Funktioniert aber auch mit einem Arduino Pro Mini und einem Arduino Uno. Muss aber dazu sagen, der Arduino Uno braucht den Atmega 328P, genauso wie dieser Mini, genauso wie dieser Pro Mini. Der Arduino, ich weiß nicht, ob das der Uno ist oder ein anderer, mit dem 128p funktioniert nicht. Der hat zu wenig Speicher. Und eine ganz wichtige Sache, darum ging das auch erst heute. Ich brauche diesen Controller da drauf. Man braucht jetzt nicht unbedingt diese Platine, die hat mich hier 2 Stück 7 Euro gekostet. Es geht um den USB zu Serial Controller, der Original Mini. Und der Uno haben den USB-Serial-Controller oder Dings da, USB zu Serial, mit dem FTDI-Chip. Ganz wichtig, es muss dieser Chip sein. Hier ist der Original drauf, ist hier ein CH340G, glaube ich. Der geht nicht.
ganz wichtig, das wird auch auf dieser Seite beschrieben. Ich habe es wirklich ausprobiert, es geht nicht. Ich habe wirklich gemacht, getan. Ich habe mir das Ding einfach bestellt, habe es daran gehängt und es funktioniert. Der Original Arduino und Dings, die haben diesen FTDI-Chip. Steht auch direkt drauf. Ich glaube, man kann es vielleicht erkennen. Da steht es, glaube ich, drauf. FTDI, also FTDI. Den braucht man unbedingt dafür, weil es geht hier um die serielle Geschwindigkeit. Hier wird eine Baudrehte von 200.000 Baud benutzt und das kann in dem Sinne dieser Chip nur. Dieser CH, wie auch immer, der kann nur weniger in angemessener Geschwindigkeit. So, was macht das Ding jetzt genau? Da läuft eine Firmware drauf. Die gibt es zu downloaden, ist alles Open Source, könnt ihr euch direkt nachbauen. Für die Arduino IDE braucht ihr keinen speziellen Programm mehr, nichts. Könnt ihr direkt mit dem Dings, was da drauf ist, oder mit dem Teil hier programmieren. Ist ganz einfach, genau wie ein Arduino programmiert wird mit der Arduino IDE. Das Programm gibt es zu downloaden, wird drauf programmiert und dann gibt es ein Programm dazu und damit kann ich dann hier mit einem Standard-Diskettenlaufwerk die ADF-Dateien hier drauf spielen. So, das werde ich nachher gleich mal vorführen am PC. Ich weiß, das Video ist länger, macht aber nichts. Ich will noch mal erzählen, wie ich es, bevor ich dieses hier fertig hatte, es doch geschafft habe, mein Amiga mit einer Workbench zu starten, ohne auch nur eine Diskette gehabt zu haben. Das Gute ist, ich habe den Amiga 1200. Der hat einen IDE-Controller drauf, kann also Festplatten lesen. Ich habe hier eine Festplatte, auf der ist eine Workbench drauf und ein Programm dazu. Das ist aber nicht aus von irgendwann, nein, das habe ich die Tage in mich gemacht. Das Gute ist bei der WinUAE, so nennt sich das Programm auf dem PC. WinUAE ist ein Amiga-Emulator. Da ich die ROMs habe, da ich die Images habe und und. Das habe ich mir damals mal alles gespeichert. Und das habe ich mir auch in zig Versionen, oder nicht zig Versionen, aber auf zig Festplatten und Sticks und CDs und sonst was gespeichert, habe ich das nicht durch den Wohnungsbrand verloren. Ja, man könnte sich auch die ROMs aus dem Internet besorgen. Gibt es wohl irgendwo da? Ich weiß nur nicht wo. Keine Ahnung. Das werde ich euch nicht verlinken können. Werde ich auch nicht machen. Denn die ROMs, ja. Das, wie soll man sagen, das Hauptbetriebssystem von dem Amiga, damit das Ding überhaupt funktioniert, ist eben geschützt. Das wäre illegal, das aus dem Internet zu ziehen. Aber ich habe eine Original-ROM-Datei, wie heißt die? Kickstart. Die Kickstart 1.3 von meinem Amiga 500 und die Kickstart 3.1 von meinem Amiga 1200. So, damit konnte ich dann die WinUAE, ein Amiga 1200, emulieren und konnte direkt diese Festplatte, direkt, nicht als Imagefile, nichts, direkt als Speichermedium, direkt als Festplatte dort mit einbinden, dass er direkt auf dieser Festplatte arbeitet. Und habe da einfach eine Workbench 3.1 drauf installiert und habe das Programm aus dem Internet als Freeware GoADF draufgepackt. Das hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich die an mein Amiga 1200 angeschlossen und der startete problemlos. Maus angeschlossen, Diskettenlaufwerk angeschlossen, mit dem, was ich am Amiga habe, ging es nicht besonders. Weil was ich am Amiga direkt intern habe, ist ein umgebautes PC-Laufwerk. Ich habe aber ein,
Ich halte mal so ins Bild. Ein externes Diskettenlaufwerk. Das ist direkt von Amiga. Da ist das Chinon, keine Ahnung, was. Original-Diskettenlaufwerk von Amiga drin. Das heißt hier so. Der geübte Kenner würde jetzt schon erkennen, was es ist. Nämlich das Diskettenlaufwerk vom Commodore CD-TV. Ja, Commodore CD-TV. Das habe ich als externes Diskettenlaufwerk angeschlossen und habe damit die Disketten geschrieben und hatte dann meine Workbench, womit ich den Amiga starten kann. Es hat mir aber viel Zeit in Anspruch genommen, erstmal die Festplatte da reinzukriegen, weil die darf nicht gemountet sein, sprich kein Volume drauf sein von Windows, kein Laufwerksbuchstabe, nix. Dann als Administrator starten, das Ding einbinden und, ja. Die Amigianer, die werden das schon irgendwie wissen, wie das geht. Mit der WinUAE, das erkläre ich jetzt nicht. Aber damit ging das. Zum Glück. Aber nicht jeder hat einen Amiga 1200 irgendwo in der Ecke liegen oder irgendwie was anderes oder zwei Amiga vor allen Dingen. Ich hab halt das Glück. Und damit konnte ich das dann machen. Aber wenn ich es nicht habe, brauche ich was Externes, was ich dann irgendwie am PC anschließe. So, wie habe ich das mit den Disketten gemacht? Da habe ich nämlich noch ein Problem gehabt. Das liegt gerade hier schön offen, ja. Und zwar, meine Disketten sind total dreckig und versaut. Die ist auch versaut. Ich habe sie so gehabt. Ja, was habe ich da gemacht? Ich habe die Dinger, die ist auch versaut. Das, glaube ich, sieht man schon, die ist hinüber. Ich habe die aufgemacht, weil die total dreckig waren. Verstaubt und verschimmelt nicht, aber irgendwie lagen irgendwo drinne, wo es nicht gerade schön sauber war. Lagen offen rum. Und ich habe sie geöffnet. Habe dann ganz vorsichtig die Dinger hier rausgenommen. Nicht knicken, großartig nichts. Das ist halt floppy. Das ist schon ein bisschen spezieller. Und dann mit einem... Ich habe Klopapier benutzt. Und Fensterreiniger und habe die erstmal sauber gewischt. Und das klappte bei der Diskette auf Anhieb, weil das ist eine DD, die sind ein bisschen robuster, sagen wir es mal so. Die geht, die ist wunderbar, die funktioniert einmal frei durch. Und ich habe die Diskette nach der, ich glaube, 5. oder 6., die ich aufgemacht habe, habe ich die zusammengekriegt. Die funktioniert. Man sieht schon, sie hat ein bisschen Rost hinten dran. Also ihr wisst, wie die Disketten vielleicht ausgesehen haben mögen. Aber sie funktioniert. Aber die musste ich mindestens 5-mal formatieren, bis er es endlich gemacht hat. So. Aber genug der Rede. Jetzt wollen wir ja das Ding in Action sehen. Dazu muss ich jetzt erstmal den PC vorbereiten. Und werde dann das mal zeigen, wie das funktioniert. Ich werde das hier offen lassen. Auch den Ton anlassen dann und. Wie ich das hier hinbaue, weiß ich nicht. Also das Ding braucht auch externen Strom. Da müssen 5 Volt direkt rein. Das geht nicht über ein USB. Das reicht nicht aus. Aber ich zeige mal, wie das funktioniert. Ja, ich weiß, das Video ist länger. Ich will es ja dann richtig erzählen und richtig machen. Und dann probieren wir das auch nochmal mit einem Amiga kurz aus. Ich habe jetzt gerade ein Video hochgeladen, wo ich den Amiga mit diesem flackernden Bild habe. Aber das muss erstmal reichen, um das am PC zu zeigen. Dass es auch hinhaut. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Dieses Gefrickel hier funktioniert sogar unter der WinUAE. Ich kann original Amiga Disketten hier reinstecken, per USB an den PC anschließen und in der WinUAE genau davon benutzen. Ich muss kein Image davon ziehen. Ich kann die Disketten direkt benutzen. Werde ich vorführen, werde ich zeigen, dass es funktioniert. Darum, ich mache jetzt erstmal den PC soweit fertig, ready, dass das hinhaut. Und dann sehen wir uns auf dem PC wieder.
Ich nehme das hier nebenbei mit auf. Ich werde das alles vorbereiten, dass das hinhaut. Und wie die Schritte sind, die ich machen muss, bis das hinhaut. Ich werde einmal zeigen, wenn ich jetzt den hier mit dem USB verbinde, mit dem CH schieß mich tot, was dann passiert. Und dann einmal mit dem hier. Mit dem funktioniert es ja. Gut, darum, das ist jetzt so die Vorgeschichte dazu. Was habe ich hier gemacht? Das kam heute an, sollte eigentlich erst morgen kommen, aber Amazon ist manchmal relativ schnell. Ganz gut, dass es heute gekommen ist, so kann ich das auch direkt machen. Auf dieser Diskette ist schon ein Spiel drauf. Ein ganz besonderes, sehr bekanntes Spiel. Aber das werde ich mir jetzt mal runterschmeißen. Und dann, ja. Gut, ich werde das hier erstmal vorbereiten und dann sehen wir uns auf dem PC wieder, wenn ich das soweit fertig habe. Also bis gleich. Hallöchen, da bin ich wieder. Ja, jetzt seht ihr mich erstmal auf dem PC und ich mache mal kurz das Video größer von dem Disketten. Hier, es leuchtet schon, aber ich schließe mal. Ich hoffe, das reicht von der Länge. Den kleinen an. Ach so, ich habe jetzt gar keinen Ton gehört. Jetzt habe ich Ton gehört. Jetzt habe ich den angeschlossen, den kleinen. Mit dem CH schieß mich tot. Dann brauchen wir dieses Drawbridge. Was findet ihr auf der Internetseite? Das ist das hier. Ich werde sie verlinken. Hier kann man es nochmal sehen. Arduino Uno, Mini und Nano und FTDI USB to Serial Adapter Board. Do not use CH340 Boards. Ganz wichtig, und das benutze ich gerade. Ich zeige euch mal, welchen Fehler wir dann kriegen. So, ich gehe mal in die Mitte, dass ich vielleicht noch reinzoomen kann. Oder verschieben kann, wie auch immer. Ich habe jetzt hier erstmal das Drawbridge Win. COM-Port 4 ist der Dings. Controller. Und dann gehen wir auf Diagnostics. Und das mag er jetzt nicht machen, weil er wahrscheinlich. Ja. Gestört, ja, er wird gerade gestört von dem anderen hier, von dem kleinen. Ich ziehe den mal ab und dann mache ich noch mal Diagnostics. Da kommt dann schon Board is running firmware, use transfer read speed is not Dings, bla bla bla. Und dann steht hier noch Uno ist ein the One Board Adapter. Is not able to, selbst ein Large Data Transfer, der Pro Mini, Large Data Transfer und der Nano ist not fast enough to the Large, ja. Das ist das Problem an dem CH-Dings. Er macht es auch, aber irgendwann beim Daten schreiben, Daten lesen, kann man hier nachher im Test machen, kommt dann, er ist nicht schnell genug, er empfängt die Daten nicht schnell genug. Darum habe ich den anderen Adapter hier. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den auch wieder richtig rum ranschließe. So rum. Und mach den mal ab. Und schließe den jetzt an den hier an. So, ich lege den mal mit hier ins Bild, dass man das vielleicht sehen kann. Vielleicht sollte ich das Licht mal ein bisschen. Vielleicht kann man das dimmen. Ist das besser? Eine andere Lichtfarbe. Das ist vielleicht ein bisschen besser. So. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf Diagnostics gehe. Insert a disk with write protect. So, mache ich mal die write protection aus.
Und die soll ich jetzt hier einlegen. Und ich hoffe, ihr könnt das auch hören. Ja. Ja. Dreht. Habe ich gehört. Soll ich die Kette rausnehmen? Und wieder rein. Would you like to write to a disk? Please enter the write enable disk. Ja, will ich mal, dass ihr das sehen könnt. Dass das auch wirklich funktioniert. Einmal umstellen. Einmal hier rein. Ja. Und fertig. Hurra. Writing has was suitable. Bla bla bla. So. Das Programm kann jetzt ADF-Dateien. So. Ich habe jetzt hier China Sisters. Jetzt suche ich mal das andere raus. Nehme ich mal die Workbench 3.1. So. Und jetzt habe ich die Amiga Workbench 3.1 ADF reingeladen und mache Start. Und dann schreibt er das. So, ich werde das jetzt mal laufen lassen. Ich mache da mal wieder ein Fast Forward. So, das ist fertig. Jetzt habe ich nicht auf die Zeit geguckt, wie lange das dauert. Aber es sind jetzt so, weiß ich nicht, 2-3 Minuten. Ihr werdet das sicherlich unten an der Uhr sehen. Ach nee, ich zoome das hier rein. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. 2-3-4 Minuten, keine Ahnung. So, das hat er jetzt gemacht. Das kann ich erstmal offen lassen. Jetzt nämlich WinUAE. Da kommt immer Windows 10. Achso, eine Sache wollte ich noch zeigen. Dateipfad öffnen. Und zwar den Ordner Plugins habe ich da noch gemacht. Und da habe ich dann diese Floppy Bridge, das kann man sich da auch downloaden, reingepackt. So, jetzt nehme ich als Konfiguration den A500, 1.3 ROM, plus SLORAM, most, ja, ist okay. CPU, ganz normal, alles lasse ich so, Floppy Drives. Ich könnte jetzt hier ein Image laden. Aber ich habe schon was fertig gemacht. Konfiguriere Floppy Bridge. Da habe ich schon was fertig gemacht. Wird da beschrieben, wie das funktioniert. Mal immer abbrechen. Nehme ich hier das FB Heiko. Das habe ich ja schon fertig gemacht. Jetzt hat er das Diskettenlaufwerk über USB genommen. Und mach mal Start. Also das Image haut also nicht hin. Gut. Das Image haut nicht hin. Ich guck mal kurz mal was nach. Gut.
dann suche ich mir ein anderes Image raus und ich habe da ja noch mehr. Da habe ich sie, die Workbench 1.3. Und die schreibe ich jetzt nochmal. Und das überspringe ich dann jetzt einfach mal. So, es waren jetzt so um die etwa 5 Minuten. Das haben wir jetzt fertig. Jetzt gehen wir nochmal auf die Win-Dings da. Geh mal weg. 1.3, Floppy. Nee, Hardware haben wir ja nicht. Floppy, nehme ich wieder die Dings. Man hört es ja, er nimmt die Diskette. So, nun hat er die Workbench geladen, von der Diskette aus, in dem Emulator. Und damit er das ja auch wirklich sieht, dass das hinhaut, werde ich jetzt mal den Amiga anschließen und die Diskette mal da reinstecken. Ich werde das aber nicht filmen können, weil ich muss das hier auf den Schoß nehmen und so weiter. So viel Platz habe ich jetzt hier nicht, dass ich das mitmachen kann. Aber ihr seht wenigstens das Bild von dem Amiga. Es wird nicht schön aussehen. War nicht gleich vor, es wird flackern, es ist schwarz-weiß, grisselig und hast du nicht gesehen. Aber dass ihr seht, dass das hinhaut von der Diskette. Gut, dann werde ich das mal soweit fertig machen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, ihr seht jetzt erstmal No Signal. Ich mache den erstmal an. Nicht Audio. Video. Videostecker muss ich nehmen. So. Irgendwas haut hier gerade nicht hin. Was ist hier los? Ah, jetzt kommt er. So, jetzt habt ihr erstmal das Bild. So. Damit ihr auch seht, hier, das ist die Diskette. Hier, Siedler. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe hier nur eine Actioncam. Stecke ich jetzt hier rein und müsste die Workbench starten. So. Ja, ich habe die Amiga-Maus auch dran, ne? Es tut mir leid für dieses Bild. Aber wenn ihr das vorherige Video gesehen habt, wisst ihr auch, warum. Tut mir leid. Ist halt so. So, und da hat er die Workbench geladen. So, und jetzt werden wir gleich mal das umbauen, oder ich werde mal gleich mal in die Diskette mit einem Spiel machen, bespielen hier, China Sisters. So, kommt jetzt hier wieder rein in das Diskettenlaufwerk. Thank you.
USB. So. Amiga mache ich mal aus. So. Vielleicht habe ich den Stecker rausziehen. So, machen wir mal wieder Bildschirm an. Da ist noch die Workbench geladen. Das kann erstmal aus. Und hier mache ich jetzt die Gina Sisters. Kommt 10. Gina Sisters. Start. So, und das dauert jetzt eine ganze Weile. So, jetzt hat er die Diskette wieder fertig. Jetzt gehen wir mal wieder auf den Amiga. So. No Signal. Jetzt nehme ich die Diskette da raus. Ich mache den Amiga an. So. So, ich hoffe, man kann das erkennen. Wenn es man nicht sieht, ja, dann tut es mir leid. Aber hier wieder die Siedler, die gleiche Diskette. Kommt hier in den Amiga rein. Steht schon Skyline Presents Gina Sisters, Cricket by bla bla bla. Aber... hat hingehauen. Aber einen Ton kann ich euch nicht präsentieren. Das tut mir leid. Oh, was? Oh, was haut jetzt hier gerade nicht ganz hin? Ja. Aber die Diskette, das haut hin. Also ich kann die Disketten über den PC beschreiben und am Amiga lesen. Das hat vielleicht was mit dem Schreibdings zu tun. Ich kann ja nochmal umstellen. Und zwar hier mit dem hier, denke ich mal. Align, Tracks, du, wie auch immer. Die kann ich erstmal aus. Aber es funktioniert. Jetzt hatte der Amiga hier ein bisschen Softwareproblem oder so. Passiert mal. Kennt ihr ja. So. Das war das, was ich euch zeigen wollte, dass das hinhaut. Und man Disketten auch am PC mit wenig Hardware, die wirklich simpel und nicht aufwendig zu machen ist. Und schon gar nicht so teuer. Also, was kostet so ein Nano aus China, wie auch immer? Ich glaube, 5 Stück habe ich damals für 10 Euro gekriegt. Oder 5 Euro, ich glaube, 1 Euro das Stück. Also, dieser Dings hier, davon 5 Stück, ich glaube, 5 oder 10 Euro irgendwie bei Amazon. Kann man suchen. Das Ding hier, da habe ich 2 Stück für 7 Euro gekauft. Ja, ist halt so. Und Diskettenlaufwerk, ja, muss man sich dann halt noch besorgen. Gibt es bei eBay auch für einen 10er oder so teilweise. Man muss es nicht umbauen, muss kein Spezialist sein. Sollte funktionieren. Man sollte vielleicht, bevor man das macht, insgesamt... Bei dem kann ich es jetzt mal aufmachen, weil es nicht geschraubt ist. Wenn man so ein Diskettenlaufwerk kriegt von irgendwoher, sollte man wissen, was man tut. Vielleicht macht es ja einer. Einmal die Köpfe reinigen. Die Schreibleseköpfe hier. Oben und unten mit einem Wattestäbchen und Isopropanol. Oder ich habe Fensterreiniger genommen. Hier ist noch Graphit. Fett drauf auf dem Schneckenantrieb, der ist noch, das ist noch ganz gut, und hier einmal die Schiene hier hinten, wo der drauf läuft, der Kopf, ein Tropfen Öl dran machen, also richtiges Öl, kein WD-40, WD-40 ist kein Öl, und dann wirklich nur da auf diese Schiene einen kleinen Tropfen da drauf,
vorsichtig den Kopf bewegen, wenn das so nicht geht, so wie bei mir hier an der Schnecke hin und her drehen oder mit einem Schraubendreher kann man es auch machen. Kann man das hier auch bewegen. Drauf fassen ist nicht so schön, aber dann hier drauf bewegen, dass man auf die andere Seite kommt. Ich mach's mal so, dass man da, da sieht man das da hinten, da ist auch noch ein kleiner Tropfen Öl drauf, dass das leichtgängig geht. Also einmal reinigen und ölen und so weiter, wenn man nicht weiß, wo es genau herkommt, wie dreckig das ist, das sollte man schon mal machen. Auch nicht zu viel Druck drauf ausüben auf die Köppel, weil die sind, schwimmen nicht direkt, aber sie sind gefedert. Sie sind hier leicht gefedert, man kann sie leicht bewegen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich versuche mal drauf zu zoomen. Da kann man das sehen, die sind leicht gefedert, also kein riesen Druck ausüben, nur leicht mit einem Wattedings drüber. Sie sollten relativ sauber sein. Ich weiß nicht, kann man das sehen, da den unteren kann man zumindest sehen, der sollte nur diesen einen schwarzen Strich haben und der Rest sollte weiß sein, keine schwarzen Punkte oder sowas oder irgendwie Schlieren drauf haben. Dieser schwarze Strich ist normal, aber wenn da noch mehr ist, das sollte man dann wegmachen. Versuchen wegzumachen. Auch nicht mit einem Schraubendreher drauf rumkratzen oder sowas. Nichts Hartes nehmen. Vielleicht einen Kunststoffspachtel, einen ganz weichen Kunststoffspachtel. Vielleicht werden ein bisschen hartnäckiges, ein bisschen wegkratzen. Aber nichts Scharfkantiges, so wie Metall hier oder sowas nehmen. Das ist nicht schön. Damit macht ihr euch das Laufwerk kaputt und die Disketten, die ihr reinsteckt, sowieso dann. Wenn da Kratzer oder was drauf sind, die machen dann euch die Oberfläche kaputt. Das wäre jetzt die Geschichte gewesen, dieses Drawbridge oder wie das heißt. Es gibt noch ein anderes Projekt, das nennt sich ADF Copy. Das ist mit einem Tinsi oder Tensi oder sowas, keine Ahnung, Controller, der ist aber auch relativ teuer, habe ich gesehen. Kostet auch so 15, 20 Euro oder was, so ein Ding hier. So ein kleiner Mikrocontroller hier, aber da ist so ein Nano-Billig-China-Ding für 1 Euro oder was, das ist auch okay. Ich werde mir mal das hier mal auf eine Platine braten. Ach so, könnt ihr gar nicht sehen. Kann man ja Lochraster nehmen, aber ich mache es mal mit einer Platine. Auf eine Platine braten, dass das so zusammen ist, so hintereinander. Oder besser gesagt, so hintereinander. Natürlich nicht mit den ganzen Kabeln und dann hier so ein Stück Platine rausstehen lassen, wo dann so eine Buchse dran ist, die ich da ranstecke. Dann kann ich das direkt ranstecken und benutzen. Da muss ich das nicht so mit diesen ganzen Kabeln hier machen. Ihr seht schon, hier habe ich Klebestreifen genommen, weil ich das einmal abgezogen habe, damit ich das nicht nochmal neu ordnen muss wie rum, weil das ist nicht 1:1 hier drauf. Das ist geht ein bisschen kreuz und quer. Aber hier habe ich nur abgeklebt, damit das gleich ein bisschen so zusammen bleibt. Das wäre die Geschichte, wie man zumindest für einen Amiga die Disk-Images auf die Disketten bekommt. Ja, es gibt noch andere Sachen wie diesen, was ich am Anfang gesagt habe, ich komme jetzt nicht auf den Namen, was so teuer ist, was natürlich mehr Möglichkeiten bietet. Ich glaube, C64 kann das Ding auch, weiß ich jetzt nicht. Wenn man da noch ein 5,5 Zoll Diskettenlaufwerk hat, irgendwo. Ich habe noch eins. Aber ich wollte nur Amiga-Disketten irgendwie schreiben können. Jetzt kriege ich zwar welche zugeschickt, fragt sich, wann die hier ankommen, wenn sie überhaupt ankommen. Ich hoffe ja, dass er mich nicht verarscht hat. Aber so kann ich mir dann auch Disketten schreiben. Ich werde jetzt nochmal Disketten besorgen müssen, weil ich habe hier zwar noch einen Haufen Disketten, aber die sind alle nicht mehr schön. Die ist fleckig, die muss ich auseinandernehmen.
Ich müsste sie eigentlich alle auseinandernehmen und reinigen. Ich gucke mal, ob ich da nochmal irgendwie so ein 10er oder 20 Pack Disketten bekomme. Das reicht. Ich werde mir natürlich auch mal ein GoTech-Laufwerk zulegen, weil es ist dann doch einfacher, direkt mit Images zu arbeiten, als mit Disketten. Aber dass man dann zumindest in der Hinterhand noch ein paar Disketten hat. Und hiermit lassen sich ja auch Disketten lesen. Hier steht Save to ADF, File nehmen und dann von Disk. Dann kann man auch einstellen, Tracks to Capture 0 bis 79 oder 0 bis 81. Kommt dann auf den Kopierschutzgedönse an. Das lässt sich in beide Richtungen machen mit dem Programm. Einmal Disketten lesen oder Disketten schreiben. Für mich war wichtig, dass ich Disketten schreiben kann. Das geht wunderbar. Lesen wird ja wohl kein Problem sein, außer die Diskette ist schon nicht mehr lesbar. Dann wird er natürlich auch meckern. Aber das wollte ich euch zeigen, dass das hinhaut. Dass jetzt hier der Amiga mit dem Gina Sisters ein bisschen Probleme hatte. Ja, gut. Ich will das Video auch nicht viel zu lang machen, aber es ist schon ganz schön lang geworden. Das macht aber nichts. Sind Informationen, die ihr braucht. Und dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich Teil 2 von dem Video, das Video gebastel für den Amiga, damit ich zumindest ein vernünftiges Bild habe. Und nochmal eine kleine Anmerkung, ich habe es in die Beschreibung reingeschrieben. Ich weiß, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, ein Video aus dem Amiga rauszukriegen. Aber erstmal Komposit und das Video in die Gänge kriegen, damit das läuft, damit ich überhaupt was habe. Gut, dann tschüssi.